unterwegs auf unserer Wanderung durch Österreich, 40 Tage lang, und heute haben wir einen ganz besonderen Tag im Freilichtmuseum in Großgmain beim Michael Lese, und mit dabei sind noch zwei Wegbereiter und Wegbereiterinnen von Ökonomie der Menschlichkeit, der Tom Lechner von LP Architektur und die Monika von Wimmer Schneider. Und die Frage wäre jetzt, was könnt ihr voneinander lernen, wie könnt ihr euch inspirieren über diese Branchen hinweg? Also in dem Netzwerk Ökonomie der Menschlichkeit sind ja Schneider, Biobauern, Architekten, und ja, wie kann man über die Branche hinweg sich inspirieren? Wer möchte anfangen? Also vielleicht auch wir anfangen. Mhm. Also da sind wir halt an einem ganz besonderen Ort, wo man vielleicht die Werte wieder ein bisschen reflektieren könnte, wo wir uns als Gesellschaft hinentwickeln, in jedem seinen Bereich. Und ich kann jetzt halt mitnehmen, dass man einfach früher angemessen der Situation gearbeitet hat, mit Materialien entsprechend einen Einsatz gemacht hat, der eben vorhanden war, nicht über das Ziel hinaus gearbeitet hat. Vielleicht ist das bei euch in der Schneiderei ähnlich, dass man einfach Qualität in den Grundprodukten einfach wieder sucht, der Umgang mit dem, wie man es verarbeitet, und all die Themen, die uns einfach so, mein Gefühl, in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich ein bisschen abhanden kommen. Genau. Das ist wirklich, es fängt einfach bei den Materialien an, mit dem man arbeitet. Also, und wie man es verarbeitet. Also, dass man etwas Langlebiges, etwas Nachhaltiges machen wollen, also wo einfach, wo sind sie, ja, was vielleicht hinten nach uns auch noch steht oder Beständigkeit hat. Und das sieht man eigentlich da auch ganz gut. Und ihr habt ja eine Schneiderei mit dem Dom umbauen lassen. Genau, also da gibt es auch schon Kooperationen. Ja. Oder, und das ist auch so eine Sache, wir machen, bauen ja nein, an der zweiten Haut des Menschen, die der Dom macht. So. Die dritte Haut, oder? Mhm. Und wir finden überall Parallelen, und wenn wir halt da sind, dann ist man ganz ja, fast andächtig, das, was die auch früher gemacht haben, oder was. Es war immer schon so, dass die Leute. Nein, aber ihr habt ja da ich habe gehört, dass ihr da zum Beispiel eure Kataloge da teilweise fotografiert habt im Freilichtmuseum, oder? Da gibt es ja auch Verbindung. Trachtenschau haben wir gemacht. Ja, genau, Trachtenschau haben wir gemacht. Da voll schöner Ort. Richtig, da am Lutzingerhof, ich habe so gefreut heute. Da abgepumpt sind dazu. Seid ihr von dir. Aber das, was die Monika gerade angesprochen hat, dass wir schon gemeinsam ein Projekt machen durften, war eben das, dass uns der Anspruch an die Qualität generell sofort eigentlich zusammengeführt haben. Gell? Da war uns beide Seiten sofort bewusst, das, was wir machen, sollte, sage ich mal, einen sehr hohen Anspruch an Qualität haben und auch an Handwerk. Ihr kommt aus dem Handwerk, glaube ich, über also mit 9 Generationen, genau, oder so, und das ist natürlich ganz, ganz was Besonderes, gell? Dass dieses Handwerk, das Schneidern ist einfach noch nicht verloren gegangen, das ist zumindest bei euch nicht. Das ist wirklich nicht so selbstverständlich, weil es sind so viele, die Schneidern lernen möchten, und es ist so schwer. Gerade vor 2 Tagen war einer da, der möchte Lederhosen schneidern lernen. Der hat überall gefragt, schon im bayerischen Raum. Er kommt aus München und auch im angrenzenden Salzburger Raum jetzt. Es ist voll schwer, dass beim Wind, der das zeigt, der es nicht kann, und lang dauert es nicht mehr noch. Noch kann man es auf einmal nicht mehr lernen. Also es ist, glaube ich, in jeder Branche, und das sieht man bei den Weber ist auch total schwierig. Und auch von der Berufsausbildung, es geht so schnell auf einmal. Und es ist ganz wichtig, dass man da schaut, dass man das sieht, so wie es hier. Und die Filme mag es jetzt. Das finde ich großartig. Ich habe auch darüber jetzt kurz nachgedacht, was uns verbindet. Ja. Und ich meine, das merken wir, wir haben alle da, glaube ich, eine gute Wellenlänge, aber es verbindet uns vor allem, glaube ich, Kreativität. Also, dass wir versuchen, sozusagen auf die Herausforderungen unserer Zeit auch mit kreativen Lösungen zu reagieren. Und das machen wir immer sozusagen auch mit einem Blick auf das, was ist schon da, was ist an Tradition, was wir in irgendeiner Form mitnehmen können
ohne dass wir es einfach schlicht kopieren, sondern einfach versuchen, mit unseren Materialien und mit unserem Verständnis für Materialien, mit unserem Verständnis für handwerkliche Qualitäten, Lösungen anzubieten. Und ich glaube, das macht der Schneiderei nicht so viel anders wie ein Museum oder Architekturbüro. Wir setzen Teile zusammen und fügen sie zusammen und vernähen sie sozusagen zu einem Ganzen. Und als Museum sozusagen, wie unser Freilichtmuseum, kommt es schon auch immer wieder darauf an, dass wir unser handwerkliches Wissen, unser Wissen über Geschichte, auch mit den Fragestellungen und Bedürfnissen der Menschen, die zu uns kommen, sozusagen vernähen und irgendwie diese Naht, so Spaziergang, wie wir es heute gemacht haben, um in deinem Metier zu bleiben, ist für mich so eine Naht, die Verschiedenes verbindet. Und das ist, glaube ich, immer wieder auch das Schöne sozusagen, dass zum Schluss dann was rauskommt, was hält. Und ich glaube, das haben wir heute auch in dieser gemeinsamen Begehung geschafft. Man merkt richtig, in jeder Begegnung oder egal was wir anschauen dürfen, wie alles miteinander verwoben ist. Und dann wieder beim Ja. Okay. Ja, das war ja so ein besonderer Tag. Danke, dass du den Raum für uns aufgemacht hast. Na, sehr und uns gerne eingeladen hast an diesen Zauberort und diesen Raum für die Begegnung geschaffen hast. Und ja, ich wünsche euch von Herzen alles Gute und mögen noch viele wundervolle, zauberhafte gemeinsame Projekte entstehen. Danke, und wir bedanken uns auch bei euch, weil die Neugierde und das Staunen, das ihr mitgebracht habt, das motiviert uns ja natürlich auch. Und der Dank können wir gerne zurückgeben. Es war schön, dass ihr da seid bei uns und mit uns eure Gedanken teilt. Danke. Alles Gute, alles Gute.